Rom, Caput Mundi, das Haupt der Welt. Keimzelle und Machtzentrum eines gewaltigen Reiches, dem Imperium Romanum. Eine Metropole, die wie keine zweite über Jahrhunderte hinweg den Anspruch erhob, Nabel und Zentrum der Welt zu sein. Eine Wölfin säugte ihre legendären Gründer, Romulus und Remus. Vom Kriegsgott Mars gewaltsam gezeugt, von einer Priesterin geboren, von einem König ausgesetzt. Fast ein Jahrtausend setzten mutige, weitsichtige, aber auch skrupellose Führer die Ambitionen des wachsenden Römischen Reiches durch. Sie hinterließen Geschichte, die nachhallt. Ein gewaltiges Epos von Siegen und Zerstörung, von Intrigen und immer wieder der gnadenlose Griff nach der Macht. Nicht alle Wege führten nach Rom, doch an Rom führte kein Weg vorbei. Ihre Legionen plünderten und vernichteten den Rivalen Karthago. Griechenland wurde unterworfen und seine hochentwickelte Kultur einverleibt. In seiner Blütezeit herrschte Rom über ein Gebiet vom Atlantik bis zum Schwarzen Meer, von Britannien bis zu den Küsten rund um das Mittelmeer. Selbst das Reich der Pharaonen am Nil zahlte Tribut. Im Norden kämpfte das römische Heer in den düsteren Wäldern Germaniens. Doch bei den Barbaren versagte die erfolgreiche Allianz von militärischer Stärke und kultureller Überlegenheit. Auf den Spuren der Berufssoldaten folgten die römischen Handwerker, Künstler und Architekten. Roms Größe spiegelte sich in nie dagewesenen Monumenten. Auf dem Forum ließen sich siegreiche Feldherren feiern. Im Senat wurde Weltgeschichte geschrieben. Das Ende kam nach fast 1000 Jahren. Schleichend. Kaiser Konstantin gründete ein zweites Rom, Konstantinopel im Osten. Die Päpste in Rom bauten ihre Kirche auf den Fundamenten des alten Reiches. Wie die Cäsaren strebten auch sie nach weltlicher Macht. Die heiligen Petrus und Paulus wurden zu den Gründern des christlichen Rom mystifiziert. Sie sollten an die Gründungslegende von Romulus und Remus anknüpfen. Das Imperium wurde nie besiegt. Es zerbrach an seiner eigenen Größe. Rom heute. Wie schon vor 2000 Jahren sind die Straßen und Gassen dicht bevölkert. Was zieht die Menschen immer noch scharenweise in eine Stadt, in der schon das Überqueren von Verkehrsadern lebensgefährlich scheint? Eine eindrucksvolle Antwort gibt es hier, mitten im quirligen Herzen der Stadt. Das Forum Romanum ist die größte zusammenhängende Ausgrabungsstätte Roms. Selbst die Ruinen zeugen noch von der einstigen Wucht des Römischen Reiches. Prunksüchtige Päpste hatten das einst so prächtige Forum geplündert. Die Jahrhunderte eilten weiter. Als der französische Maler Claude Lorrain das Forum im 17. Jahrhundert porträtierte, nannten die Römer den Platz Campo Vaccino, Kuhweide. Wo sich einst das Schicksal der mediterranen Welt entschieden hatte, weideten Kühe und Ziegen auf grünen Wiesen. Und doch blieben steinerne Zeugen der Vergangenheit erhalten. Der Titusbogen berichtet von der Vernichtung Jerusalems und des Salomonischen Tempels. Ein kleiner Teil der erbeuteten Schätze finanzierte die Triumphzüge der siegreichen Legionen über die Via Sacra und die üppigen Festbankette für die Bürger Roms. Panem et Circenses. Brot und Zirkusspiele bestimmten das Denken und Handeln der Hauptstadt. Das Volk, der Plebs, war süchtig nach Unterhaltung und abhängig von der Großzügigkeit der Herrschenden. Das Forum Romanum stellt eine Meisterleistung der römischen Stadtplaner dar. Zunächst musste die malariaverseuchte Senke zwischen Palatin und Kapitol mit Hilfe der Cloaca Maxima, dem größten Abwasserkanal der antiken Welt, trockengelegt werden. Eine Wanderung über das Forum ist eine Zeitreise durch die wechselvolle Geschichte der Stadt Rom, wie auch des ganzen Imperiums.
Das einst prachtvolle Machtzentrum beeindruckt noch immer mit seinen aufragenden und umgestürzten Säulen und Mauerresten. Der Portikus des dem Gott Saturn geweihten Tempels trotzte den Stürmen der Geschichte. Der Titusbogen spannt sich über die Via Sacra. Der siegreiche Feldherr ließ sich seine Triumphe hier in Marmor verewigen. Vom Sitz- und Versammlungsort des Senats blieb nur der kostbare Marmorfußboden. Über 500 Jahre hatten die vornehmsten Familien der Stadt über die Republik geherrscht, bis nach einem verheerenden Bürgerkrieg ein Mann die Macht an sich riss: Julius Caesar. Er ließ sich vom Senat zum Diktator auf Lebenszeit ernennen. Von ihm sollte sich später der Begriff Caesar, Kaiser, als höchster Herrscher ableiten. Der zielstrebige politische und militärische Stratege baute nicht nur den Staat um, sondern trieb auch die bauliche Erweiterung des Forums voran. Kostbarer Marmor demonstrierte Größe und Stärke der Weltmacht. Seine Nachfolger taten es ihm gleich. Die Herrscher Roms übertrumpften sich gegenseitig mit ihren Prachtbauten. Im Tempel der Vestalinnen hüteten Jungfrauen aus den vornehmsten Familien der Stadt das heilige Feuer. Kleiner Wermutstropfen für das Leben im goldenen Käfig, Keuschheit während ihrer 30-jährigen Dienstzeit. Wer gegen diese Regel verstieß, wurde bei lebendigem Leibe begraben. Im Wettbewerb der Eitelkeiten ließ Kaiser Hadrian den wuchtigen Tempel der Venus und der Roma errichten. Die Grundfläche so groß wie ein neuzeitliches Fußballfeld. Der größte Tempel der Stadt. Täglich zieht eine bunte Besucherschlange durch das Ruinenfeld. Die antike Herrlichkeit ist im Gegensatz zu den anderen Sehenswürdigkeiten Roms kostenlos. Erst im 19. Jahrhundert begannen im weitläufigen Ruinenfeld die planmäßigen Ausgrabungen, die bis heute andauern. Gerade mal ein Fünftel der historischen Städte wurde bislang freigelegt. Noch immer entdecken die Archäologen wertvolle Hinweise auf das Leben im alten Rom. Noch sind nicht alle Geheimnisse der antiken Stadt gehoben, warten Schätze auf ihre Entdeckung. Entlang der Via dei Fori Imperiali grüßen Kaiserstatuen. Kaiser Nerva regierte nur 2 Jahre. Nicht mehr die Blutlinien, allein persönliche Verdienste und Fähigkeiten sollten von da an die Nachfolge bestimmen. Er wählte Trajan als seinen Adoptivsohn, Kommandeur der Legionen in Germanien. Beim Volk war er als Kaiser so beliebt, dass er ohne Leibwachen durch die Stadt spazieren konnte. Bemerkenswert auf dem ansonsten für Mächtige sehr unsicheren römischen Pflaster. Die Kaiser und ihre Günstlinge wohnten für gewöhnlich abgeschottet in ihren Palästen auf dem Palatin. Dutzende Villen drängten sich auf dem prominenten Hügel der ewigen Stadt. Vom Palatin aus hatten die Kaiser die Stadt im Blick. Die Bürger hingegen sahen bewundernd zu ihnen hinauf. Die Hierarchie war schon durch die Wohnlage vorgegeben. Die Prachtentfaltung kannte keine Grenzen. Für den Triumphzug des Feldherrn Konstantin, der siegreich vom Krieg gegen die Daker heimkehrte, ließ der Senat ein monumentales Tor errichten. Weil dafür wenig Zeit blieb, wurden kurzerhand die Reliefs und Figuren von anderen Bauwerken entwendet. Diese Medaillons etwa schmückten ursprünglich den Eingang zum Hadrianstempel. Kunstrecycling hatte bei den Römern Tradition. Raubbau an Denkmälern anderer Kaiser hingegen war ein Tabubruch.
Geografisches, vor allem aber kulturelles Zentrum der Stadt war das Kolosseum, die größte Arena ihrer Zeit. Der Name leitet sich nicht etwa von der Größe ab, sondern von der Kolossalstatue, die einst zur Kultstätte gehörte. Solange das Kolosseum steht, solange besteht Rom. Wenn das Kolosseum fällt, fällt auch Rom. Wenn Rom vergeht, vergeht auch die Welt, orakelte einst der heilige Venerabilis. Mit dem Christengott an ihrer Seite langten die neuen Machthaber die Päpste kräftig zu. Ab der Mitte des 15. Jahrhunderts ließen sie über 2500 Wagenladungen Baumaterial aus der antiken Arena für den Neubau des Petersdoms brechen. Das größte geschlossene Bauwerk der römischen Antike war wohl der blutgetränkteste Ort rund um das Mittelmeer. Eine Schlachtbank und ein logistisches Meisterwerk in seiner tödlichen Funktion, durchdacht bis ins kleinste Detail. Zu den spektakulären Spielen strömte der Pöbel zu Zehntausenden aus allen Teilen der Stadt. Essen wurde mitgebracht, Getränke konnten an Ständen gekauft werden, Panem et Circenses. Nirgendwo waren sich Kaiser und Volk näher. Bei der Eröffnungsfeier drängten mehr als 50.000 Zuschauer durch die 80 Eingänge zu den nummerierten Plätzen. Streng wurde nach sozialer Herkunft getrennt. Das erste Spektakulum dauerte 100 Tage. 2.000 Kämpfer und 11.000 Tiere verbluteten damals. Und das war erst der Anfang. Die Gladiatoren waren die Stars. Außenseiter, die ihr Leben aufs Spiel setzten. Freiwillig oder als Sklave oder als Gefangener dazu gepresst. Dafür konnten sie es zu Freiheit, Ruhm und dank hoher Siegprämien auch zu ansehnlichem Reichtum bringen. Männer bewunderten sie, Frauen beteten sie an. Selbst Kaisergattin Faustina suchte das erotische Abenteuer bei den Todgeweihten. Im Kolosseum galt das Gesetz: Töte, um nicht getötet zu werden. Hier fand die im Volk aufgestaute Gewaltbereitschaft ihr Ventil. So gesehen dienten die Spiele auch dem inneren Frieden. Perfide. Einige wurden geopfert, damit die Masse stillhielt. Kaiser und regierender Adel zeigten sich spendabel, denn nichts fürchteten sie mehr als einen Aufstand der Stadtbewohner. Nur wenige Römer verurteilten das grausame Gemetzel. Der Philosoph und Politiker Seneca schrieb: Morgens wirft man den Tieren Menschen zum Fraß vor und mittags Menschen ihren unmenschlichen Zuschauer. Seine Kritik verhallte ungehört. Das Volk wollte von dem grausamen Spektakel nicht lassen. Erst in der Spätantike bereiteten die Päpste dem blutigen Treiben der Ludi Publici ein Ende. Dass kaiserlicher Wille auch Berge versetzen konnte, bewies Kaiser Trajan. Für das mächtige Halbrund des nach ihm benannten Forums mussten Zehntausende Sklaven mit Hammer und Spitzhacke Teile des Quirinalhügels abtragen. Der Trajansmarkt war die erste Shopping Mall in der Stadt. In über 150 Läden konnten die Bewohner Roms nach Herzenslust einkaufen. Weizen aus Nordafrika, Öl aus Spanien, sogar Seide aus dem fernen China. Darüber lagen die Amtsstuben der Stadtverwaltung. Hier konnten Wasseranschlüsse oder kostenlose Essensrationen beantragt werden. Das Forum war auch ein idealer Ort, um Verträge abzuschließen, denn dafür wurden nach römischem Recht Zeugen benötigt. Die gab es hier zu mieten. Der Neubau des Kaisers entwickelte sich bald zu einem quirligen Treffpunkt neben dem Forum. Der innovative Trajan konnte diesen monumentalen Bau mit der Kriegsbeute aus seinen erfolgreichen Feldzügen gegen die Daker finanzieren. Den Sieg ließ er propagandistisch wirksam auf einer 36 Meter hohen Säule verewigen. Ein außergewöhnliches historisches Bilderbuch. In stiller imperialer Bescheidenheit findet sich unter den akribisch gemeißelten Heldengeschichten immer wieder der Kaiser. Mindestens 60 Mal. Wer länger in Rom verweilt, kann nachzählen. Im 16. Jahrhundert ersetzte die katholische Kirche die Figur des Kaisers durch eine Bronzestatue des heiligen Petrus.
Ein Teil des Bauplans für das Abbild eines himmlischen Jerusalems auf Erden. Das antike Rom und das heutige haben eines gemeinsam. Als Sitz der Stadtregierung ist der Kapitolinische Hügel immer noch der wichtigste Ort der Stadt. Die Entfernung zwischen den Stufen ist so bemessen, dass genau 5 Schritte dazwischen liegen. Michelangelos Idee. Auf seiner Treppe sollten die Bürger nicht steigen müssen, sondern flanieren können. Die Statuen von Castor und Pollux bewachen den Zugang. Auch sie tragen die Handschrift des genialen Meisters aus Florenz. Michelangelo komponierte mit seinem untrüglichen Instinkt für Proportionen und tiefere Symbolik auch den gesamten Platz. Das sternförmige Pflaster umfasst die Reiterstatue Marc Aurels im Zentrum vor dem Senatorenpalast. Der Kaiser im Mittelpunkt der Sonne und des Universums. Ein Selbstverständnis, das die Päpste später übernahmen. In den seitlichen Gebäudeflügeln sind heute die Kunstschätze der Kapitolinischen Museen untergebracht. Der Saal, in dem 1957 die römischen Verträge unterzeichnet wurden, ein Meilenstein auf dem Weg zur europäischen Gemeinschaft. Statuen, die Geschichte erzählen, wie etwa die weltmännische Pose des berüchtigten Machtpolitikers Papst Innozenz X. Ihm gegenüber sein Vorgänger, Papst Urban VIII., bekannt vor allem für seine Vetternwirtschaft sowie seinen verschwenderischen Lebensstil. An der Wand der vom Schleier der Legenden umwobene Gründungsmythos Roms mit Romulus und Remus. Die Lupa Romana, die etruskische Bronzewölfin, ist das allgegenwärtige Symbol der Stadt. Die beiden Säuglinge wurden ihr in der Renaissance nachträglich untergeschoben. Die Sammlung verdankt die Stadt einer Schenkung von Papst Sixtus IV. Darunter die berühmte Statue des Dornenauszieher. Dahinter der Bronzekopf einer römischen Ehrenstatue. Brutus wird sie in Reiseführern oft genannt, hat mit dem Cäsarenmörder Brutus Caepio aber nichts zu tun. Im Konservatorenpalast prescht Hannibal auf seinem Kampfelefanten ins Herz des aufstrebenden Imperium Romanum. Nach einer tollkühnen Alpenüberquerung stand der Feldherr aus Karthago vor den Toren Roms. Hannibal ante portas, schallte der Schreckensruf durch die engen Gassen Roms. Doch weil der Nachschub ausblieb, wagte er es nicht, Rom zu belagern. Ein Fehler. Der geschickte Stratege gewann zwar viele Schlachten, verlor aber den Krieg. Die Köpfe einiger Männer, die über ein Jahrtausend lang das Imperium Romanum geformt und geführt haben. Vom Macht- und Instinktpolitiker Caracalla über den Philosophenkaiser Marc Aurel bis zum illyrischen Kaiser Decius. Rund 400 Jahre römische Herrschaft blicken auf den Besucher und der auf sie. Sie hatten nicht nur erobert, sie förderten auch Kunst und Theater. Der größenwahnsinnige Kaiser Nero fühlte sich sogar selbst zum Schauspieler, Musiker und Dichter berufen. Bei der Kunst, wie auch sonst im richtigen Leben, kannten einige Päpste keine bigotte Prüderie. Die Venus vom Kapitol ist ein Geschenk von Benedikt XIV. Im Innenhof wacht ein steinerner Löwe über den Marforio-Brunnen. Dieser kolossale Wasserspender gehörte zu den sprechenden Statuen. An sie heftete das Volk im 17. Jahrhundert Zettel mit deftigen Spottreden über die Herrschenden. Ein riskanter Spaß für den, der sich erwischen ließ. Auf diese sogenannten Pasquinaden stand die Todesstrafe. Einst erhob sich eine Kolossalstatue des ersten christlichen Kaisers auf 12 Meter Höhe. Neben dem Kopf blieben nur die Hand und der Fuß erhalten. Auch vom legendären Circus Maximus hat nur wenig die Jahrhunderte überdauert.
Die gewaltigen Ausmaße des antiken Stadions lassen sich bei einer Joggingrunde schnell erahnen. Durch dieses Oval jagten die berühmtesten Wagenlenker des Imperiums in halsbrecherischem Tempo. Die Formel 1 der Antike. Bis zu 300.000 Zuschauer fieberten auf den Rängen dem Ausgang der Rennen entgegen. Siegreiche Wagenlenker wurden in der Antike als Stars verehrt. Kaiser und Adel sonnten sich in ihrem Ruhm. Kaiser Nero soll persönlich als Wagenlenker angetreten sein. Er gewann immer. Wen wundert es? Ganz oben die Logenplätze. Aus den Palästen auf dem Palatin hatte der Hofstaat den besten Blick auf das Spektakel. Die spannenden Rennen waren anschließend Tagesgespräch in den Bordellen und Bädern der Stadt. Die Caracalla-Thermen sind selbst als Ruinen noch eindrucksvoll. Hier erholten sich die Römer vom Alltag, gleich ob reich oder arm. In den Thermen gab es für gewöhnlich keine Rangunterschiede. Der Eintritt in die römischen Wellness-Tempel war für jeden kostenlos. Zwanzig Kilometer vor den Toren Roms, tief in der römischen Campagna, im Städtchen Tivoli, rauschende Fälle und sprudelnde Fontänen. Die Gartenanlage der Villa d'Este umfasst 500 Brunnen, Nymphäen und Wasserspiele. Die Schmuckeresidenz ließ sich der vermögende Kardinal Ippolito d'Este errichten, als er Statthalter von Tivoli wurde. Im Zentrum der Anlage der imposante Neptunbrunnen mit darüberliegender Wasserorgel. Den Sinnenfreuden zugewandt, ist im Garten des Kardinals eine sprudelnde Fruchtbarkeitsgöttin. Als Papst Gregor XIII. Kurzfristig seinen Besuch ankündigte, wurden in nur einem Tag die Skulpturen des Drachenbrunnens aufgestellt, die Wappentiere des Hohen Gastes. Eine kleine Anekdote am Rande. Franz Liszt verbrachte Mitte des 19. Jahrhunderts hier einige Zeit, um in Ruhe komponieren zu können und, so sagt man, um vor den Frauen zu flüchten, die ihm zahlreich nachstellten. Es wird von Olga Janina, einer heißblütigen Kosakengräfin, gemunkelt, die beim Klavierunterricht mehr als nur in die Tasten greifen wollte und ihn bis hierher verfolgte. Dieser Liszt erlag Liszt und wurde ihr Liebhaber. Die römische Campagna war schon immer beliebter Rückzugsort für die lärmgeplagten Großstädter am Ufer des Tiber. Kaiser Hadrian, berühmt als kühner Feldherr, großer Staatsmann, Architekt und Dichter, ließ sich hier seine Sommerresidenz errichten. Der umtriebige Herrscher ist wohl der einzige Kaiser, der alle Provinzen seines Reiches besuchte. Seine besondere Liebe galt vor allem Griechenland mit dessen Kunst und Kultur. Der Geist der Hellenen durchzieht die gesamte Anlage. Die Größe ist eines Kaisers würdig. Die Gebäude verteilten sich auf 120 Hektar. Neben dem Palast, den zahlreichen Gästehäusern, einem Theater und einer Arena reihten sich noch zwei Thermen. Stellenweise blieb sogar der Deckenstuck erhalten. Noch nie zuvor hatte die antike Welt eine derart prachtvolle Anlage mit diesen riesigen Ausmaßen gesehen. Eine eigene kleine Stadt. Nur für den Kaiser. Auf einer künstlichen Insel schuf sich Hadrian seinen privaten Rückzugsraum. Hier konnte er in eine Traumwelt eintauchen, jenseits der Staatsgeschäfte.
Die strikte Trennung zwischen privatem und öffentlichem Leben war neu. In der Stadt die Pflicht, in der Villa wurde ausgespannt. Unter diesem römischen Kaiser erlebte das Imperium seine größte Ausdehnung. Dieses Weltreich konnte nur mit einer aufwendigen Infrastruktur beherrscht werden. Wirtschaftliches und militärisches Rückgrat waren seine gepflasterten Straßen. Heute gehört am Wochenende die Via Appia Antica den Spaziergängern und Fahrradfahrern. Einst rückten die Legionäre Roms in Eilmärschen zu den Kriegsschauplätzen aus. Auf den befestigten Straßen erreichten die Legionen innerhalb kürzester Zeit die entlegensten Provinzen. Das Verkehrsnetz der Römer hatte eine Gesamtlänge von 85.000 Kilometern. Wie eine Spinne im Netz saß mittendrin Rom. Wo heute moderne Autos mühelos über das Pflaster rollen, rumpelten einst die schweren Ochsenkarren mit Versorgungsgütern oder Kriegsbeute nach Rom und hinterließen tiefe Spurrillen. Auch wenn der Weg holprig erscheint, mit einem Unterbau von einem halben Meter war die Via Appia eine Meisterleistung römischer Ingenieurskunst, die fast zwei Jahrtausende überdauert hat. Das Gesetz schrieb vor, Tote außerhalb der Stadtmauern zu bestatten. So ließen sich viele vornehme Familien Grabstätten an der Via Appia errichten. Die Bauten der Totenstätten wurden mit den Jahren immer üppiger. Die Grundstückspreise schossen in die Höhe. Günstiger sind sie seither nicht geworden. Der Espresso in den zahlreichen Cafés entlang der alten Heerstraße ist jedenfalls noch erschwinglich. Wer es bis hierher geschafft hat, kann bei einem Gläschen Vino Rosso ermessen, was ein einfacher Legionär samt Waffen und Rüstung zu leisten hatte. Neben den Landwegen spielte die Schifffahrt eine wichtige Rolle. Im Hafen von Ostia liefen Schiffe mit Waren und Tributzahlungen ein. Knapp 25 Kilometer südwestlich von Rom, an der Mündung des Tibers gelegen, kontrollierte die antike Weltmacht von hier aus mit ihrer Kriegsflotte das Mittelmeer. Getreide aus Ägypten, exotische Tiere aus Afrika und Wein aus den iberischen Provinzen. Nur wenn der Strom der Waren floss, konnte Rom überleben. Sein Bauch war groß. Das Leben in Ostia war bequemer als in der Hauptstadt. Es gab genug Arbeit für Seilmacher, Schiffbauer, Gerber und Händler. Zahlreiche Thermen hatten auch hier ihre Pforten kostenlos geöffnet. Das historische Ostia erlebte seine Blüte im 2. Jahrhundert. Selbst Senatoren siedelten sich hier an. 50.000 Menschen lebten in der antiken Hafenstadt. Die Völkerschaften aus den Mittelmeerprovinzen gaben sich in der Hafenstadt ein Stelldichein. Wie die Römer, so liebten auch die Einwohner Ostias Kunst und Theater. Auf der Bühne standen vor allem Sklaven und Ausländer. Gespielt wurden klassische Dramen, Pantomime, vor allem aber die griechische Komödie. Besonders die Damen der feinen Gesellschaft fanden Geschmack an den frivolen Komödien, die sich über den Ehebruch lustig machten. Nach den Vorstellungen traf sich das Publikum in den Tavernen Ostias. Die Speisekarte hat als Mosaik die Jahrhunderte überdauert. Natürlich wurden auch in Ostia die Götter geehrt.
Die prächtigen Tempelanlagen standen denen in Rom kaum nach. Mit der Zeit der großen Völkerwanderung begann der Untergang Ostias. Der Hafen versandete, Malaria-Epidemien trieben die letzten Einwohner in die Flucht. Ende des 8. Jahrhunderts wurde Ostia aufgegeben und diente daraufhin nur noch als Steinbruch. Außerordentlich gut erhalten blieb die Wanddekoration der Therme der Sieben Weisen, das private Refugium eines reichen Patriziers. Bunt und ein wenig erotisch, der exklusive Geschmack jener Zeit. Das neue Ostia liegt 3 Kilometer entfernt von der antiken Stadt, direkt am Meer. Hierher fliehen die Römer in Scharen aus der Großstadt. Andiamo alla spiaggia, heißt es besonders im heißen Sommer. Und das vor allem Mitte August zu Ferragosto. Ab Herbst kehrt langsam wieder die Ruhe einer Kleinstadt ein. Dann ist wieder Zeit für das gemütliche Schwätzchen. Ein klein bisschen deutsche Farniente, das die römischen Großstädter schon lange verlernt haben. Die Bewohner Ostias atmen auf. Sie sind wieder unter sich. In der Spätantike beginnt der strahlende Stern des Imperiums zu sinken. Sogar der Hauptstadt droht Gefahr. Sie kommt von den Ostgrenzen des Reiches. Reiterhorden der Hunnen aus den weiten Steppen Asiens treiben im 4. Jahrhundert germanische Völkerscharen vor sich her. Das Gefüge des Reiches verschiebt sich. Das riesige Imperium gerät bedenklich ins Wanken. Die großen Schlachten, die die Legionen einst mit überragender Kampftechnik für sich entschieden, sie waren längst Vergangenheit. Schon seit geraumer Weile rekrutierten die Römer ihre Legionäre aus jenen barbaren Stämmen, die einst ihre Feinde waren. In dunkler Vorahnung hatte im 2. nachchristlichen Jahrhundert Kaiser Aurelian eine Stadtmauer um Rom errichten lassen. Ein schmerzhaftes Eingeständnis, dass selbst das mächtige Imperium mit Angriffen auf sein Herz rechnen musste. Welch niederschmetternder Abstieg einer Macht, vor der die gesamten Völker des Mittelmeerraumes einst gezittert hatten. Auch die sogenannte Aurelianische Mauer konnte nicht verhindern, dass Rom 410 von den Westgoten, 50 Jahre später von den Vandalen und schließlich 472 von den Burgundern geplündert wurde. Immerhin verdankt der Volkstribun Cestius dieser Mauer eine gewisse Unsterblichkeit. Weil sein Pyramidengrab aus dem 1. Jahrhundert Teil der Stadtmauer war, verzichteten die folgenden christlichen Herrscher auf die Zerstörung. Das Imperium Romanum zerbrach an seiner Größe. Doch untergegangen ist Rom nie. In Wahrheit trat die römisch-katholische Kirche mit ihren Bischöfen das Erbe der Cäsaren an. Alte Patrizierfamilien stellten die Hirten der wachsenden christlichen Herde, was natürlich auch nicht ohne Mord und Totschlag abging. Der christliche Kaiser Konstantin weihte die erste Basilika, San Giovanni in Laterano. Noch heute ist sie die zentrale Kathedrale des Bistums Rom und eine der 7 römischen Pilgerkirchen. Vom Dach grüßen überlebensgroße Heiligenstatuen.
Von hier begann der beispiellose Aufstieg einer Weltreligion, die heute an die 1,3 Milliarden Gläubige umfasst. An ihrer Hauptfassade erhebt die päpstliche Kathedrale in lateinischen Worten den unbescheidenen Anspruch, Mutter und Haupt der Kirchen der Stadt und des Erdkreises zu sein. 1000 Jahre residierten die Päpste im Lateran. Doch nach den Exiljahren in Avignon verschob sich die Residenz zum Petersdom. Als Heilsziel ist die Lateranbasilika aber noch immer eine wichtige Station. Diese fromme Gruppe aus Mexiko hat ihr Heiligtum den weiten Weg über den Atlantik bis nach Rom gebracht. Jetzt hoffen die Pilger auf den päpstlichen Segen und das Wohlwollen des Himmels. Schwer wiegt die Last auf den Schultern der Männer. Oder ist es die Ergriffenheit, so kurz vor dem Ziel zu sein? Lange haben die tiefgläubigen Katholiken aus Lateinamerika auf diesen großen Moment gewartet. In Trippelschritten schiebt sich die Prozession die Anhöhe zur Lateranbasilika hinauf, gefolgt von ergriffenen Gläubigen. Besonders zu Ostern herrscht an den großen Pilgerkirchen Roms reger Andrang. Weihetermine sind auf Jahre hin ausgebucht. Dann endlich dürfen die Träger absetzen. Die Berührung des Allerheiligsten, Belohnung für den langen, schweren Marsch. Kraftzentrum einer Weltreligion. Auch das war und ist Rom. Zu guter Letzt reichen Mütter noch ihre Kinder hoch. Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Diese schweren Bronzetore sicherten einst den Zugang zum Senat am Forum Romanum. Dahinter fanden die 5 Laterankonzilien statt, die wegweisend für die Christenheit sein sollten. Der alleinige Führungsanspruch der römisch-katholischen Kirche wurde universal festgeschrieben. Die Ursache vielen Übels. Die Säulenreihen zu beiden Seiten beherbergen die Statuen der 12 Apostel. Sie wurden im 16. Jahrhundert von Schülern des berühmten Bernini geschaffen. Der Hauptaltar ist ein gotischer Tabernakel. Er bildet den passenden Rahmen für 2 fragwürdige Reliquien. In Goldgefäßen ruhen angeblich die Köpfe von Petrus und Paulus. Der Kreuzgang des Klosters, der Lateranbasilika, strahlt dagegen geschützte, verinnerlichte Ruhe aus. Frühere Päpste suchten im Gebet spirituelle Kraft, abseits von Intrigen und Machtkämpfen. Der Lateranpalast aus dem 16. Jahrhundert trägt das Wappen seines Erbauers, Papst Sixtus V. Hier wurden 1929 die Lateranverträge unterzeichnet, die dem Vatikan noch heute seine Eigenstaatlichkeit garantieren. Angrenzend das Seitenportal der Basilika. Vom Bilderwerk segnet Papst Pius V. Die Diener des Herrn sind an vielen Orten anzutreffen und erinnern den Besucher ständig daran, dass er sich in der Hauptstadt der Christenheit aufhält. Ab dem 14. Jahrhundert löste der Petersdom die Lateranbasilika als Sitz der Päpste und damit als religiösen Mittelpunkt von Stadt und Erdkreis ab. Das neue Machtzentrum der Kirche sollte eindrucksvoll den Einfluss der Christenheit demonstrieren. Päpste hatten keine Skrupel, als es darum ging, die finanziellen Mittel für diesen gewaltigen Bau aufzutreiben. Betritt man die Piazza San Pietro, den Petersplatz, verlässt man italienischen Boden und tritt ein in das kleinste autonome Staatsgebiet der Erde. Klein, aber mächtig. Ist sein Herrscher doch erklärtermaßen Stellvertreter Gottes und Hirte der etwa 1,3 Milliarden Christen auf der Welt. Umrahmt von Berninis Halbrund mit den steinernen Säulenheiligen wurden Kaiser gekrönt und auch wieder exkommuniziert. Eine lange Reihe von 267 römischen Bischöfen schuf die dauerhafteste Religionsgemeinschaft der Geschichte, mit allen Höhen und Tiefen. Die Lehre von dem einen Gott, Jesus, seinem Sohn und Erlöser, sowie das Ideal der christlichen Nächstenliebe drangen über die Verkehrs- und Handelswege bis in die entlegensten Orte des ehemaligen Römischen Reiches vor.
Wer heute Einlass in den Petersdom begehrt, muss geduldig Schlange stehen. Die Kontrollen an den Sicherheitsschleusen dauern. Über 100 Schweizer Leibgardisten sind dabei mehr als nur folkloristische Dekoration. In der traditionellen Kleidung stecken gut trainierte Soldaten Gottes. Mittwochvormittag bleibt der Petersdom hingegen geschlossen. Dann lädt der Heilige Vater zur Generalaudienz. An die 15.000 Menschen versammeln sich jede Woche, um den Papst zu sehen. Pilgergruppen aus Deutschland, Brasilien, Polen, Japan. Hier wird der Glaube an Gott als Erlöser zum globalen Gemeinschaftserlebnis. Die Menge zu einem Abbild der Katholiken aus allen Teilen der Welt. Ihr erstes Gebot: Du sollst dir ein Bild machen von deinem Papst. Der Personenkult ist keine Mode der heutigen Zeit. Im Vatikan wird er bereits seit über einem Jahrtausend gepflegt. Ein Sprecher begrüßt sämtliche Pilgergruppen namentlich. Der Jubel unter den angesprochenen Gläubigen ist groß. Die wöchentliche Audienz hat Papst Benedikt XVI. Von seinem Vorgänger übernommen. Sie ist die Bühne, um aktuelle Glaubensfragen zu erörtern und Themenschwerpunkte zu setzen. Die Welt hört noch immer aufmerksam zu, wenn der Papst spricht. Die Tore der päpstlichen Gärten öffnen sich nur nach Voranmeldung bei den Behörden des Vatikans. Im Rahmen einer zweistündigen Führung wird dann ein kleiner Einblick hinter die Kulissen des Kirchenstaates gewährt. Papst Pius IV. Ließ die Gärten im Stil der Renaissance umgestalten. Auch neue Gebäude wie etwa die Casina, das kleine Jagdschlösschen, entstanden. Im Auftrag des Borghese-Papstes Paul V. entwarf Vasanzio den repräsentativen Adlerbrunnen. Kühles Trinkwasser sprudelt im Vatikan aus eigenen Quellen in fast 100 Brunnen. Einen direkten Draht zum Nachrichtenhimmel hat Radio Vatikan über seine Sendeschüssel. Durch die Gärten der Palazzina führt der Weg zur Grotte von Lourdes. Die Franzosen hatten Papst Leo XIII. Diese originalgetreue Kopie geschenkt. Jedes Jahr Ende Mai führt der Papst einen Fackelzug zur Madonna an. Besondere Gäste des Vatikan logieren im heiligen Johannesturm. Zu Zeiten der Sarazenenüberfälle um 700 Teil der Verteidigungsmauer rund um den Kirchenstaat. Wenige Schritte weiter hängt die Glocke, die Papst Johannes Paul II. Für das heilige Jubiläumsjahr 2000 hatte gießen lassen. Seit 1933 verfügt der Vatikan sogar über einen Bahnhof mit rund 200 Metern eigenem Schienennetz. Nur von den Gärten aus bietet sich ein Blick auf den Petersdom, wie ihn sich Michelangelo vorgestellt hatte. Ohne Vorbau, mit der Kuppel als zentrales Element. Wer in das riesige Kirchenschiff der Papstresidenz eintritt, mag an die Worte Schillers denken: Ein wahrhaft reicher Himmel ist sein Haus, denn nicht von dieser Welt sind seine Formen. Michelangelos mächtige Kuppel zieht den Blick himmelwärts. Deckenhöhe 119 Meter. In der Kuppel die Worte des Matthäus-Evangeliums, auf die die Kirchenfürsten ihr Selbstverständnis begründen. Du bist Petrus, der Fels, und auf diesem Fels werde ich meine Kirche bauen. Mit 15.000 Quadratmetern Grundfläche war die Basilika lange die größte Kirche der Welt. Sie bietet Platz für 60.000 Besucher. Tag für Tag zieht ein Strom von Gläubigen und Schaulustigen aus aller Herren Länder durch das Gotteshaus. Auf schwarzen, gedrehten Säulen spannt sich der Papstaltar über der Confessio, dem Grab des heiligen Petrus.
Mit 29 Metern hat der Altar die Höhe eines 10-stöckigen Hauses. Das Wappen mit den drei Bienen erinnert an den Stifter, Urban den VIII. Die Arbeiten am Petersdom dauerten 120 Jahre. Die besten Baumeister verplanten so viel Geld, dass der Peterspfennig für die Schafe der vatikanischen Herde eingeführt werden musste. Eine jährliche Spende für den Dombau. Auch der berüchtigte Ablasshandel wurde forciert. Sündenvergebung und gutes Gewissen gegen Geld. Eine umstrittene Praxis, die der deutsche Mönch Martin Luther in seinen Predigten geißelte. So setzte der Bau des Petersdoms letztlich die Reformation in Gang. Ironie der Geschichte. Diese Entwicklung war sicher nicht im Sinne des heiligen Petrus. Wahrscheinlich wäre er auch nicht von dieser seltsamen Form der Verehrung begeistert gewesen, die an der Statue des Märtyrers ihre Spuren hinterlassen hat. Rechts, gleich neben dem Eingang, die Pietà von Michelangelo. Ein Meisterwerk, geschaffen von einem gerade 23 Jahre alten Genie. Das jugendliche, fast alterslose Gesicht der Maria. Ein berührender Anblick. Maria trauert um ihren toten Sohn. La Pietà. Diese kreisförmige Platte im Boden, von vielen Besuchern achtlos übergangen, markiert einen besonderen Ort. Hier krönte Leo III. Am Weihnachtstag im Jahr 800 Karl den Großen zum römischen Kaiser. Dieser Coup schuf einen Präzedenzfall. Das Recht des Papstes, die römischen Kaiser zu krönen. Wer die Krone aufsetzt, kann sie auch wieder abnehmen. Somit hatte der Pontifex Maximus ein fabelhaftes Mittel, auch politisch mitzumischen. Der Blick von der Kuppel lohnt den Aufstieg. Mit dem Petersplatz schuf der großartige Bernini ein städtebauliches Meisterwerk. Von der Höhe segnen Jesus und die Apostel. Nach den Gärten und dem Dom fehlt noch die berühmte Sixtinische Kapelle. Ein Pfeil weist den Weg zu ihr. Vor dem Eingang drängt sich die wohl längste Fußgängerschlange der Stadt. Wartezeiten von bis zu 3 Stunden sind keine Seltenheit. Die Geduld wird mit den berühmtesten Kunstschätzen der Welt belohnt. Der als Strafe der Götter von Schlangen erwürgte Priester Laokoon aus Troja. Der athletische Apoll vom Belvedere, Nachbild einer Statue aus dem 4. vorchristlichen Jahrhundert. Und natürlich nach langen Wandelgängen die Sixtinische Kapelle. Mit großem finanziellen Aufwand und modernster Technik wurden die Fresken Michelangelos restauriert. Sie verkünden wieder das Evangelium ebenso farbenfroh, wie sie der Meister vor fast einem halben Jahrtausend geschaffen hatte. Noch eine Schlüsselszene der Sixtinischen Kapelle, jedenfalls im Wortsinne. Petrus erhält von Jesus den Schlüssel zum Himmelreich, ein Werk des Malers Perugino. Wie auf diesem Fresko stürzte die katholische Kirche die römischen Götter. Monumental und bedrohlich. Michelangelos Vision vom jüngsten Tag. Hoch oben am Deckengewölbe die Erschaffung Adams durch Gott. Eigentlich ein Verstoß gegen das zweite Gebot. Du sollst dir kein Bildnis machen, noch irgendein Gleichnis. Der Passetto in der Stadtmauer diente in Zeiten der Not als päpstlicher Fluchtweg zum Castel Sant'Angelo, der Engelsburg. Auch päpstliches Gottvertrauen sah sich gerne durch dicke Mauern geschützt.
Der Herr war eben nicht immer mit den Seinen. Von Kaiser Hadrian als Mausoleum für sich und seine Nachfolger geplant, wurde der Bau im 3. Jahrhundert nach Christus in die Aurelianische Stadtmauer integriert und zu Roms massivster Festung ausgebaut. Mit der Zeit entstand eine höchst komplizierte Gebäudestruktur, die unter anderem Clemens VII. Beim Sacco di Roma vor den Truppen des französischen Kaisers Karls V. schützte. Ihren Namen erhielt die Engelsburg 590, als in Rom die Pest wütete. Papst Gregor I. soll über dem Grabmal die Erscheinung des Erzengels Michael gesehen haben. In seiner Vision steckte der Racheengel das Schwert des göttlichen Zorns in die Scheide zurück und kündigte damit das Ende der todbringenden Seuche an. Offensichtlich ein Rückfall in das straf- und rachsüchtige Alte Testament. Immerhin, wenig später entließ der schwarze Tod Rom aus seinem Würgegriff. Über den Tiber spannt sich die Engelsbrücke. Auch hier hat der allgegenwärtige Bernini gewirkt. Seine 10 flankierenden Barockengel tragen Symbole der Passionsgeschichte. Das Kreuz, an dem Jesus den Tod fand. Der essiggetränkte Schwamm, den ihm ein römischer Legionär zum Hohn reichte. Die Lanze des Centurions Longinus. Das Seil, mit dem Jesus zuvor abgeführt worden war. An den Tiberbrücken stauten sich schon im Mittelalter die Pilgerströme, damals wie heute ein guter Platz für Geschäfte. Die Stadtverwaltung des 21. Jahrhunderts hat allerdings einen Bannstrahl gegen den Handel verhängt. Straßenverkauf ist in Rom nicht erlaubt. So verwandeln sich fliegende Händler beim ersten Blaulicht schnell in fliehende Händler. Schnäppchenjäger haben ein anderes Ziel. Den Porta Portese, eine Commedia dell'arte der gebrauchten, abgewetzten, aber liebenswert sinnlosen Dinge. Der freundliche Poliziotto hilft gern durch das Chaos. Denn die Übersicht geht schnell verloren zwischen Klamotten, Kunst und Kuriosem. Marktschreier preisen Ware zu Tiefstpreisen an. Erfahrene Hände wühlen sich durch mehrere Schichten zum Schnäppchen im Stoffhaufen. Einkaufen auf dem Porta Portese. Das ist keine reine Touristenfalle, sondern immer noch ein echt römisches Ereignis. Ob alles seinen Preis wert ist? Auf jeden Fall kommt hier jeder auf seine Kosten. Der älteste, größte und bunteste Trödelmarkt Roms bietet neben Kitsch auch jede Menge Antikes. Gestohlen oder günstig gekauft, manchmal auch echt. Es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Vom Porta Portese zum Pincio. Wenn der Römer dem alltäglichen Chaos und dem nicht minder anstrengenden Straßenverkehr entkommen möchte, findet er Zuflucht im schönsten Park der Stadt, an den sich nahtlos der Garten der Villa Medici anschließt. Hier wurde der Wissenschaftler Galileo Galilei festgehalten, bis er seine revolutionäre Vorstellung vom Sonnensystem auf Druck der kirchlichen Inquisition widerrief. Die klassizistische Gartenanlage, die der französische Städteplaner Valadier Anfang des 19. Jahrhunderts umgestaltete.
Ihre weiten Plätze zwischen hochgewachsenen Pinien sind bei der römischen Jugend sehr beliebt. Von hier aus gibt es einen der vielen Vedute di Roma. Der Pincio gehört zu einem der 7 Hügel, von denen aus sich immer wieder prächtige Ausblicke auf das kuppelüberragte Häusermeer bieten. Auch wenn die Stadt am Tiber schon aus allen nur erdenklichen Blickwinkeln fotografiert worden ist, der Reiz des Motivs liegt in der persönlichen Erinnerung. Die Engelsburg, das Forum Romanum, der Vatikan. Ich bin da gewesen. Es ist schier unmöglich, in der ewigen Stadt den ewig digital fotografierenden Besuchern zu entkommen. Der Fluch der Technik. Verrückt nach Bildern, jedenfalls nach in Öl gemalten, war der skrupellose Papstneffe Kardinal Scipione Borghese. Von seinem päpstlichen Onkel mit Weihe, Würde und ordentlichem Auskommen bedacht, nutzte er Geld und Einfluss, um die Sammlung in seinem ansehnlichen Wohnsitz stetig zu erweitern. Den Park der Villa Borghese säumen herrliche Villen. Das einfache Volk begnügt sich mit den Parkbänken. Der Tag neigt sich. Die Stadt legt noch einen Zahn zu. Der Feierabendverkehr schwillt an. Man trifft sich an der Piazza del Popolo, dem Platz des Volkes, wie er so treffend genannt wird. Das gilt eigentlich für jeden Platz Italiens. Die Bevölkerung des sonnigen Landes lebt und promeniert bevorzugt draußen auf Straßen, Gassen und eben Plätzen. Johann Wolfgang von Goethe freute sich, in der Hauptstadt der Welt angekommen zu sein, als er hier im Oktober 1786 aus seiner Postkutsche stieg. Allerdings schätzte er mehr die Statuen als die Menschen Roms. Naturmenschen, die unter der Pracht und Würde der Künste nicht ein Haar anders sind, als sie in Höhlen oder Wäldern auch sein würden. Etwas hochnäsig, der getriebene Herr aus dem Norden. Der Dichterfürst stieg inkognito bei seinem Freund Heinrich Tischbein am Corso ab. Heute würde er vielleicht das edle Hotel de Russy vorziehen. Hier geht es weniger pompös als in den Edelherbergen an der Via Veneto zu. Edles Design bestimmt den Ton. Ob sich Goethe als 40-jähriger Geheimrat die 400 Euro für ein Einzelzimmer hätte leisten können? Seine Hochzeit erlebte das Hotel als Grand Hotel de Russie et des Îles Britanniques in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Stravinsky schätzte besonders die Orangen im Giardino Segreto. Pablo Picasso quartierte sich gar für ein ganzes Jahr ein. Wer tiefer, viel tiefer in die Tasche greift, der kann sich eine der 26 Suiten gönnen. Leonardo DiCaprio, Bill Clinton oder Nelson Mandela haben das getan. Sie sollen sich hier sehr wohl gefühlt haben. Jedes Zimmer ist ein Unikat. Einheitlich ist nur die gemeinsame Linie. Die schlichte Eleganz der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts. Dazu kühle, pastellfarbene Töne. Der traumhafte Blick auf die ewige Stadt ist inklusive. Um ihn auch zur Fülle auszukosten, gehören verschwenderische 200 Quadratmeter Terrasse zur Suite. Rom so sehen, dann bankrott sein und sterben. Grande spettacolo.
Aber es geht auch anders. Der Platz auf dem Pincho ist gratis. Und die Sonne breitet ihr allabendliches mildes Licht über das Spektakel der Normalsterblichen. Doch sie waren es nicht, die Rom in den letzten Jahrhunderten geformt haben. Seit der Renaissance sahen die Päpste die Stadt als Gesamtkunstwerk, das ihren Anspruch auf weltliche Macht spiegeln sollte. Auch wenn sie kein himmlisches Jerusalem geschaffen haben, so doch zumindest eine der schönsten Städte der Welt. Die glanzvollen Bauten all dieser Epochen ließen Goethe ins Schwärmen geraten. Kaum angekommen, griff er zur Feder. Wenn man so eine Existenz ansieht, die 2000 Jahre und darüber alt ist, durch den Wechsel der Zeiten so mannigfaltig und von Grund aus verändert, und doch noch derselbe Boden, derselbe Berg, ja oft auch dieselbe Säule und Mauer, und dem Volk noch die Spuren des alten Charakters, so wird man ein Mitgenosse der großen Ratschlüsse des Schicksals. Andererorten muss man das Bedeutende aufsuchen. Hier werden wir davon überdrängt und überfüllt. Wie man geht und steht, zeigt sich ein landschaftliches Bild aller Art und Weise. Paläste und Ruinen, Gärten und Wildnis, Fernen und Engen, Häuschen, Ställe, Triumphbögen und Säulen, oft alles zusammen so nah, dass es auf ein Blatt gebracht werden könnte. Man müsste mit 1000 Griffeln schreiben, was soll hier eine Feder? Den Barock des Trevi-Brunnens fand er dagegen überladen. Goethes Hauptinteresse galt der Antike. Er ließ sich als Künstler von der Monumentalität der antiken Bauten inspirieren, studierte und zeichnete Skulpturen. Er verweilte insgesamt 15 Monate in Rom. Als nordischer Flüchtling war er fasziniert von der Sinnlichkeit des Südens, dem freieren Lebensgefühl der Italiener. Wie fern war hier die Enge des Weimarer Hofes? Obgleich ich noch immer derselbe bin, schrieb er später, so meine ich bis aufs innerste Knochenmark verändert zu sein. War's die Kunst, die deutsche Vita oder doch die Liebe? Zurück in Weimar wurde er jedenfalls nie mehr richtig froh. Über dem Grab des Apostel Paulus ließ Kaiser Konstantin 314 nach Christus die San Paolo Fuori le Mura errichten. Der Märtyrer wurde auf Befehl Neros nach römischer Sitte an einem geheimen Ort an der Via Ostiense mit dem Schwert hingerichtet. Die Patriarchalbasilika ist eine weitere der insgesamt 7 römischen Pilgerkirchen, durch deren Besuch die Gläubigen Vergebung ihrer Sünden erhoffen können. Wie heißt es so schön? Wer glaubt, wird selig. Das bereits von außen prächtig gestaltete Gotteshaus ist nach dem Petersdom der zweitgrößte sakrale Bau der Stadt. In der Apsis wacht Jesus von Nazareth über dem Grab des Märtyrers. Eine lückenlose Reihe von 265 Päpsten führt von Paulus bis zu Benedikt XVI. Diese perfekte Chronik selbst für die Anfänge des Christentums überrascht. Man munkelt, dass einige anfängliche Lücken einfallsreich geschlossen wurden. Vom Osten her erreichten die Pilger die Porta Maggiore an der Aurelianischen Stadtmauer. Eines der 18 größeren Stadttore. Die Bezeichnung zeigte den frommen Wanderern an, dass sie sich auf dem kürzesten Wege zur genannten Pilgerkirche befanden. Die Entstehung der Santa Maria Maggiore beruht auf einer Legende. Giovanni, ein reicher römischer Kaufmann,
und Papst Liberius hatten beide im August des Jahres 352 den gleichen Traum. Ihnen erschien Maria und forderte sie auf, nach fallenden Schneeflocken Ausschau zu halten. Dort sollten sie die erste Marienkirche des Abendlandes bauen. Ein absonderlicher Wunsch der Gottesmutter, ist es doch in Rom im Sommer bekanntlich heiß. Dennoch lag auf der höchsten Erhebung des Esquilinhügels frisch gefallener Schnee. Von diesem offensichtlichen Wunder restlos überzeugt, machten sich der Adlige und der Papst umgehend an den gottesfürchtigen Auftrag. Bald entstanden im Sog des einsetzenden Madonnenkultes weitere Kirchenbauten, etwa Santa Maria in Cosmedin, im ehemaligen Viertel der griechischen Kaufleute. Der hochaufragende Campanile inspirierte später den Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV. Zu seiner Friedenskirche im Schlosspark Sanssouci. Und schon wieder Schlange stehen. Dieses Mal für das unverzichtbare Foto mit dem Bocca della Verità. Eigentlich ist es nur ein antiker Brunnendeckel. Doch irgendwie hat sich die Legende vom blutrünstigen Lügendetektor eingeschlichen. Schwindler sollen im Rachen die Hand verloren haben. In der Kirche herrscht eine wohltuende Stille. Gelegenheit für ein inniges Zwiegespräch mit dem heiligen Valentin, zuständiger Patron für die Liebenden. Und noch ein Sakralbau. St. Ignazio. Hier strahlt die üppige Pracht des Barock. Im 17. Jahrhundert scheuten vor allem die Jesuiten keine Kosten und Mühen, um mit pompöser Architektur und mächtigen Bilderwerken der protestantischen Konkurrenz die Gläubigen wieder abspenstig zu machen. Die Decke ist das Meisterwerk des Jesuiten Paters Andrea Pozzo, einem Experten für optische Täuschung. Trotz des Flachdaches fühlt sich der Betrachter wie unter einem Gewölbe. Selbst die Kuppel, nur gemalt. Ein anderes augenzwinkerndes Geheimnis verbirgt sich hinter den Toren des Malteserordens. Der ist übrigens ähnlich wie der Vatikan souverän, allerdings ohne Staatsgebiet. Eingeweihte empfehlen jedenfalls einen Blick durch das Schlüsselloch. Angeblich könne man dort einen Blick auf das Paradies werfen. Zumindest ist es der originellste Veduta di Roma. Das Stichwort zur Sammlung der schönsten Ausblicke. Ein Panorama fehlt nämlich noch, das vom Gianicolo. Die erste Reihe gehört den ehrwürdigen Köpfen Italiens. Oben auf dem zentralen Platz des Hügels strecken Freiheitskämpfer ihre Waffen in die Höhe. Roma o morte, Rom oder Tod. Mit diesem patriotischen Schlachtruf leitete Giuseppe Garibaldi im 19. Jahrhundert das Risorgimento, die Wiedervereinigung Italiens, ein. Heroisch reitet ihm seine Frau Anita hinterher, in der einen Hand die Waffe, in der anderen ein Kind. Die Brasilianerin verließ den ersten Mann und ihre Heimat, um sich Giuseppe Garibaldi und seinen Freischärlern anzuschließen. Sie stirbt 1849 beim Kampf gegen die Franzosen. Mons Aureus nannte man den Hügel über den Tibersümpfen in den Anfängen Roms. Lange bevor hier ein Tempel des Gottes Janus geweiht wurde. Goldberg also, weil für die Städte an seinem Fuße die Sonne mit ihren letzten Strahlen hinter dem Hügel unterging. Zurück in den Schoß der heutigen Stadt, zur Piazza Venezia, zum Monumento Vittorio Emanuele II. Vorneweg reitet in Überlebensgröße der königliche Namensgeber,
der erste Potentat, der nach der Vereinigung Italiens 1870 an die Macht gelangte. Für die einen ist es der Altar des Vaterlandes, andere verspotten das protzige Bauwerk hingegen als Hochzeitstorte. Über Geschmack sollte man, besonders mit Italienern, lieber nicht streiten. Auf jeden Fall erzielt das Denkmal aus weißem Marmor die erwünschte Wirkung. Aus jedem Blickwinkel drängt es sich ins Stadtbild. Am Fuße des martialischen Reiters, Wachablösung am Grabmal des unbekannten Soldaten. Der wuchtige Gebäudekomplex des Palazzo Venezia war kurzfristig päpstliche Residenz, später dann die Botschaft der Republik Venedig. Il Duce Mussolini machte den Palast zu seinem Amtssitz und nutzte den Balkon zu aufpeitschenden Ansprachen. Auf dem Platz wurde viel marschiert, Arme hochgerissen und faschistisches Gedankengut beschworen. Der Präsident der heutigen Repubblica Italiana gibt sich zurückhaltender, auch wenn bescheiden nicht das richtige Adjektiv für seinen Amtssitz, den Quirinalspalast, ist. Wegen der Rösser des Dioskurenbrunnens wird der Hügel im Volksmund auch gerne Monte Cavallo genannt. Der Zutritt wird von der Leibgarde des Präsidenten streng reglementiert. Filmen im Innenhof ist eigentlich verboten. Vom Quirinalspalast sind es nur noch wenige Stufen bis zur Trinità dei Monti. Das sind nicht irgendwelche Stufen. Doch zunächst müssen noch ein paar weitere Vedute di Roma für das heimische Fotoalbum gesammelt werden. Santa Trinità dei Monti wird von einer französischen Bruder- und Schwesternschaft geleitet. Schließlich hatte ihr König, Ludwig XII., die Kirche finanziert. Damit nun endlich zur berühmtesten Freitreppe der Welt, der Spanischen Treppe. Eigentlich heißt sie richtig Scalinata di Trinità dei Monti. Egal, jedenfalls zog sie Besucher schon immer magisch an und ist immer noch ein Treffpunkt der Römer mit den Menschen di tutto il mondo, aus allen Erdteilen. Ein Ort für Rendezvous und den Beginn multikultureller Liebesgeschichten. Jeder Romreisende muss einfach auf ihren Stufen gesessen sein. Treppen sind Kaskaden aus Stein, Orte der Geselligkeit und schicksalhafter Begegnungen, mal Laufstege der Eitelkeit und mal Wege zum himmlischen Heil. Der Blick sollte allerdings demütig zu Boden gerichtet sein, sonst stolpert es sich leicht. So geht es denn auf dem spanischen Platze ganz lustig zu, fabulierte der Weimarer Dichter Goethe und fügte frivol hinzu, er habe einer Römerin mit fingernder Hand die Hüften gestreichelt. In des Volkes Menge empfiehlt es sich, auf die Reisekasse gut Acht zu geben. Dieser Rat gilt aber generell im ganzen Stadtgebiet. Gefahr geht um die Ecke nicht nur von Taschendieben aus.
Die Preise der Edelboutiquen in der legendären Via Condotti können durchaus auch als räuberisch bezeichnet werden. Zumindest für das Gros der Besucher. Den reichen Römer zieht es gerade aus diesem Grunde hierher. Hier lässt sich Klientel mit entsprechendem Kontostand antreffen. Ein kleiner Schaufensterbummel vor der Rückkehr in das Stadtpalazzo oder die Luxusherberge. Wie der Name schon sagt, dieses Café wurde 1760 von einem Griechen, Il Greco, eröffnet. Es wurde zum beliebten Treffpunkt der deutschen Künstler. Nach dem Exkurs in die Glitzerwelt zurück zum bodenständigen Rom. Auch wenn die Supermercati wie Pilze aus dem Boden schießen, gibt es sie noch immer, den Mercato Regionale. In der Markthalle biegen sich die Stände unter frischem heimischen Obst. Und für ein kleines Schwätzchen hat die römische Signorina immer Zeit. Ein Schild zeigt, wo es lang geht. Links und rechts Obst und Gemüse, rechts der Fisch, links die Mercerie, die Kurzwaren. Also Pasta, Pane und Prosecco. Piazza Navona. Ein Zauberwort mit magischer Anziehungskraft. In Rom sind Plätze nicht einfach nur Plätze. Sie sind Theaterbühnen unter freiem Himmel, die schönsten Kulissen der Welt. Più belle del mondo, wie es die Römer so schön vollmundig verkünden. Das barocke Wohnzimmer der Römer wird durch drei prächtige Wasserspiele belebt. In der Mitte dominiert die Fonta dei Fiumi, der Vier-Ströme-Brunnen. Berninis lebensprallen Statuen stellen Donau, Rio de la Plata, Ganges und den Nil dar, die wiederum die vier damals bekannten Kontinente repräsentieren. Australien war zu jener Zeit von den europäischen Weltumseglern noch nicht entdeckt. Jetzt leider Baustelle, wie der Rombesucher auch an manch anderer Stelle erfahren wird. Die Erhaltung all dieser Kunstwerke unter freiem Himmel erfordert ständige Restaurierungsarbeiten, die Zeit und viel Geld kosten. James Joyce lästerte einst, die Stadt lebt davon, dass sie ihre tote Großmutter ausstellt und dafür auch noch Eintritt verlangt. Pläne, eine Fotogebühr von den heutigen Touristen zu verlangen, wurden erst kürzlich, allerdings nach längeren Debatten, aufgegeben. Wenn der Vier-Ströme-Brunnen wieder in frischem Glanz erstrahlt, kann wieder hemmungslos drauf losgeknipst werden. Von den steinernen Mannsbildern zurück zur großen Bühne der Piazza. Wo einst die Gaukler des Kaisers Domitian ihre Possen rissen, wetteifern heute Straßenmaler und Musikanten, fliegende Händler und Aktionskünstler um die Aufmerksamkeit der Passanten und deren Mancia, dem Trinkgeld. Unablässig lenken Reiseleiter neue Gruppen in das römische Wohnzimmer. Italienisch ist kaum noch zu hören. Die Künstler freut es, bedeutet es doch ständig neue Kundschaft. Allerdings interessiert sich das internationale Publikum weniger für Kunst, dafür mehr für Klischees. Den Wassergott Neptun an der Nordseite des Platzes lässt das Geschehen kalt. Unbeeindruckt vom weltlichen Treiben wacht er seit 200 Jahren über eine Gruppe von Nymphen, Engeln und Meeresbewohnern.
Aufreißer im dunklen Zwirn vor den nahtlos aneinandergereihten Restaurants. Sie verwalten die Logenplätze und verlangen dafür einen gepfefferten Piazza-Aufschlag auf Speisen und Getränke. Den Stadtplan im Kopf geht es über die verwinkelten Gassen zum nächsten Ziel, zur Fontana delle Tartarughe. Den eleganten Schildkrötenbrunnen könnte man sich eher auf einer Florentiner Piazza zwischen edlen Renaissance-Palästen vorstellen, als hier zwischen den trutzig und etwas schäbig wirkenden Palästen. Der Palazzo Farnese, im 16. Jahrhundert von San Gallo und Michelangelo entworfen, galt als der prächtigste Kardinalspalast Roms. Das Marmorbecken des Brunnens stammt aus den Caracalla-Thermen. Historische Weiterverwertung. Noch eine letzte Gasse und schon ist der Campo de Fiori erreicht. Blütezeit ist jeden Werktag Vormittag. Neben Blumen holen sich hier viele Römer die frischen Zutaten für Pizza und Pasta. Ein stilvoller Mercato statt Neonlicht im Supermercato. Im 16. Jahrhundert kamen die Bürger allerdings vor allem wegen der Hinrichtungen zum Gaffen. Giordano Bruno starb hier im Jahr 1600 wegen Magie und Ketzerei auf dem Scheiterhaufen. Viel Wasser ist seitdem den Tiber hinabgeflossen. Erst im Jahr 2000 erklärte der Vatikan die Hinrichtung Giordano Brunos für Unrecht. Die Piazza della Rotonda ist ein weiterer Platz in der Altstadt. Er zwingt förmlich zum Verweilen, Schauen, Wirken lassen. Hier ziehen keine großen Paläste die Blicke auf sich. Dann schon eher der schlichte, aber massige Rundbau des Pantheon. Natürlich ein sehr gefragtes Fotomotiv der eifrig fotografierenden Rombesucher. Generationen von Baumeistern diente der Kuppelbau als Vorbild. Das kreisrunde Dach misst 43 Meter im Durchmesser und ist damit größer als die Kuppel im Petersdom. Abbild der Erde und des himmlischen Gewölbes. Rom als Zentrum der Welt. Das Pantheon als Mitte des Universums. So war es wohl gedacht im alten Rom. Eine Meisterleistung, hinter der Kaiser Hadrian persönlich vermutet wird. Kaum hatte Kaiser Konstantin das Christentum zur Staatsreligion erhoben, machten sich die Päpste rasch ans Missionierungswerk. Wo einst die Götter der besiegten Gegner aufgestellt wurden, bereitete Papst Bonifaz dem heidnischen Götterspuk ein Ende. 28 Wagenladungen Märtyrergebeine ließ er ins Pantheon schaffen und die Wände mit christlichen Motiven schmücken. Später diente das Pantheon noch als würdige Ruhestätte für die beiden italienischen Könige Umberto I. und Vittorio Emanuele II. Wasser war für ein Ballungsgebiet wie Rom schon in der Antike lebenswichtig. Jüngste Forschungen schätzen den Pro-Kopf-Verbrauch im 5. Jahrhundert auf rund 400 Liter pro Tag. Das ist mehr als dreimal so viel wie heute und muss wohl an den vielen Brunnen und Thermen gelegen haben. Dabei war Duschen noch nicht angedacht. Der Mosesbrunnen bildet den krönenden Abschluss der Aqua Felice. Früher eine der 11 antiken römischen Wasserleitungen, die das kostbare Nass aus den umliegenden Bergen heranführten. Profaner, dafür aber aus- und einladender, großer Wasserverbrauch und Gefühle mit eingeschlossen. Die klatschnasse Anita Eckberg machte in Federico Fellinis Dolce Vita mit ihrem frivolen Auftritt nicht nur sich, sondern auch den Trevi-Brunnen weltberühmt. Marcello, komm hier! Latin-Lover Marcello Mastroianni zögert noch.
Denkt er daran, was wohl seine vergötterte Mama dazu sagen würde? Doch dann schmilzt er dahin, bevor dies der lockende Eisberg tut. Ich komme zu dir. Amore in aqua dolce di Trevi. Silvia. Nicht nur, aber auch wegen dieser Szene ziehen die Wasser der Mutter aller römischen Brunnen die Besucher an. Die ausladende Marmorszenerie mit Neptun und seinen Spießgesellen lehnt sich an den Palast der Herzöge von Polli an. Papst Clemens XII. Hatte ihn im 18. Jahrhundert zur Freude der Römer in Auftrag gegeben. Verewigt ist die Jungfrau, die dem Feldherrn Agrippa den Weg zur Quelle wies. Aqua Virgo heißt daher der Aquädukt, der das Trinkwasser über 26 Kilometer aus den Sabiner Bergen hierher bringt. Gestaltet wurde das spätbarocke Meisterwerk vom bis dahin unbekannten Niccolò Salvi. Auch als verantwortlicher Baumeister nicht weniger streng als der herrische Neptun. Manche Teile der Felslandschaft ließ er bis zu 10-mal neu anfertigen. Kein Wunder, dass es ganze 30 Jahre dauerte, bis endlich alle Figuren eingefügt werden konnten. Erst 1762 hieß es dann Wassermarsch. Wer drei Münzen mit der richtigen Technik ins Wasser wirft, kehrt in die ewige Stadt zurück, heißt es. Nein, so gibt es kein Wiedersehen. Originelle Idee, aber auch falsch. Die Japaner machen es vor, aber ohne Geld, sehr sparsam, ist ja nur fürs Foto. Nur wer die Münze mit der rechten Hand über die linke Schulter wirft und das dreimal, hat sich die Garantie erkauft, zurückzukommen. Der Denkmalbehörde spült dieser Aberglaube jeden Monat knapp 20.000 Euro in die Kasse. Ein Bad à la Eckberg ist natürlich absolut verboten. Das strenge Auge des Gesetzes verwarnt jeden Regelverstoß mit einem schrillen Pfiff aus der Trillerpfeife. Kurz schauen und möglichst flott weiterziehen. Schließlich geht bei dem Andrang nach kurzem Staunen jede Romantik im allgemeinen Trubel verloren. Nur Neptun rührt das nicht an. Sein Platz ist ihm gesichert. Es ist schon eine Bürde, ewige Stadt zu sein, antikes Herz einer Weltmacht, Zentrum einer Weltreligion und dann auch noch Hauptstadt von Italien. Fragt sich, was schwerer wiegt. Als hätten die Römer nicht schon genug damit zu tun, ihre alte, neue, prachtvolle und bröckelnde Kapitale in den Griff zu bekommen, die vergangenen Jahrtausende und die moderne. Nein, Jahr für Jahr fallen, wie schon beim Sacco di Roma, die Verehrer zu Hunderttausenden ein. Cäsaren und Päpste samt deutsche Farniente im neugierigen Auge. Auf sie wirkt die Macht der Bilder und Geschichten. Die Wucht der glorreichen Antike, der unbändige Charme des Popolo di Roma. Solange noch einige Mauern des Kolosseums stehen, wissen Einheimische und Besucher, sie werden wiederkommen. Rom ist noch nicht untergegangen.